Mahlzeit, so crazy Hobbys hier, war jetzt ja mal. So, wir sind jetzt gerade auf dem Weg hier, 3D-Bogenparcours und so weiter. Und wir rotzen gleich mal wieder ein paar Falkes und nehmen euch heute mal mit. Und zwar fahren wir heute nach Wesel, nach Diersfort zum 3D-Bogenparcours. Was war mein 3D-Bogenparcours? 3D-Bogenparcours, Pfeile suchen. Wir schießen heute nicht viel, wir suchen. Weil wir das alle nicht so, wir suchen lieber, wir schießen nicht so gerne. Suchen macht viel mehr Spaß, ja. Und heute mit am Start, da hinten ist der Chris, der Moin. Schießt heute auch eine Runde mit. Ja, dann sind wir heute mal zu dritt. Der Chris, der schießt mit dem Reagan Wildcat. Der Sascha hat einen schönen neuen Bogen, der schießt heute mit einem White Feather Modell Lark. Und ich bin heute mit am Start mit dem, ja, wie immer eigentlich mit dem Great Plains Black Hawk. Und wir sehen uns gleich am Bogenparcours. So, jetzt sind wir angekommen hier am Bogenparcours in Wesel in Diersfort. Die Jungs sind hier schon ein paar Falkes an Schießen. Wir sind jetzt gerade hier am Einschießplatz. Bisschen warm schießen. Und dann geht es gleich auch schon los in den Parcours. Ja, hier sind mehrere Ziele aufgebaut. Zu Anfang. Man hatte die Möglichkeit auf 10, 20, 30, ich glaube bis zu 50 Meter kann man hier auf dem Platz einschießen. Tock! Läuft langsam. So, weiter geht's. Ziel Nummer 1. Da hinten Backstop. Zwischen dem Baum durch, unten vorm Backstop, das kleine Mardergetier. So, wie ihr seht, seht ihr nichts. Er will keiner anfangen, keiner hat Lust. Aber naja, kann ich irgendwie verstehen. So, Sascha geht Licht los und schießt jetzt den ersten voll daneben. Ja, er hat auf jeden Fall was getroffen, aber die Tanne gibt nicht nach. Drunter. Er hat auf jeden Fall in sich, zwischen den Bäumen, zwischen her. Da hinten das kleine Viech. Ja. Baum steht immer noch. Baum ist eigentlich auch nicht der Ziel, aber als Maulwurf, Mann. Naja, ich habe ja noch nicht geschossen. Wer weiß, was ich treffe. Aber irgendwann fällt der Baum. Da versuchen wir mal unser Glück. Ah, das sieht schon nicht schlecht aus. Schweinerei. Ich wollte es erschrecken. Ah, es ist nicht schreckhaft, es ist stehen geblieben. So, jetzt ist Chris am Start. Unser Anfänger heute in der Runde. Obwohl wir alle noch nicht sehr lange schießen. Chris schießt jetzt mit einem 26 Pfund Bogen. Reagan Wildcat hier vorne auf das Ziel bergab. 10 Meter. Und macht erstmal Kleinholz. Ein bisschen tiefer. Tiefer. Alles klar, das ist nicht leicht. Nach unten schießen, das ist... Ja. Tja, leider nicht. So. Super. Ah, hier schön zwischen den Bäumen durch, kann man ja auch mal filmen hier. Ja. Ja, hier so durchschießen. Da liegen rechts neben dem Baum, das Riesenviech links neben dem großen Baum. Können wir das sehen da? Ja, müsste man. Ja, müssen wir sehen, ne? Schon eine Entfernung. So. Dann zeig mal, was du kannst. Mach ich das nicht wie Sascha. 5 Schüsse, 1 Treffer, ein Bein. Ich schieße jetzt einmal und schieße direkt schön
Ja, achtet auf die Pfeile der Köcher nicht, dass er rausschneiden kann, ne? Wo ist der hingegangen? Weiß ich nicht, habe ich nicht gesehen. Auf jeden Fall war das kein Treffer, Pascal. Scheiße, ich hab gar nichts gesehen. Achte mal drauf, wo die hinfliegen. Ich versuch's. Auf was schießt du jetzt? Auf das Riesenviech. Mhm. Treffer. Yeah! Geht nochmal einen nach. Oh, schön. So, jetzt noch das Kleine. Da gehe ich jetzt allerdings hin, weil ich keinen Bock habe, irgendwie einen Baum zu treffen. Ich versuche jetzt mal, wenn ich mich hinknie, ob ich den nicht so. War da hinten im Baum? Ja, der steht aber noch. Schön. Ja, getroffen. Tschakka, Junge, geil. Ja, war ganz okay. So, wir müssen noch ein bisschen laufen hier. Mal gucken, nicht das heißt, wir haben die Pfeile näher gesteckt. Ja, schön, ja, schön im Baum gekillt hier. Alter, der macht nichts mehr. Die Sau ist kaputt, ey. So, dann würden wir eben an der Seite stellen. Rutt. Oh, schön eiskalt den Kill hier zum Verstehen mal wieder. Bäm, voll den Kill drin. Ich hab den mega. Die Haut. Mehr Glück als Verstand. Aber da oben im Rückenmark, wenn er ein echtes Viech gewesen wäre, der auch nicht mehr weit gerannt. Ja, glaube ich auch nicht. So, da haben wir den Baum gekillt da vorne. Da haben wir jetzt den einen von Sascha. Den hat er einen Baum gepinnt, ein Bein gepinnt. Einen hier rein. Und einen. Hast du das Ohr gepierst? Ins Ohr für bessere Durchblutung. Auf jeden Fall mega geil, aber cool hier. Schockt wie Sau. Richtig geil. Von da oben haben wir geschossen zwischen den Bäumen her. Und dann, wie gerade schon gesagt, bergab. Jetzt müssen wir gleich mal gucken. Da vorne sind die nächsten Ziele, die nächsten Rehe. Da müssen wir gleich mal gucken. Abschussflock finden und dann kriegen die auch alle einen verpasst. Ich stelle mich jetzt mal neben das Viech und hoffen, dass alles gut geht. Dass wenigstens jetzt beim zweiten Anlauf vielleicht mal ein paar Pfeile in das Rindfieder reingehen. Aber werdet ihr sehen. Sehen Sie nichts? Ein Kugelhagel an Pfeile und er durfte leben. Ja, wir haben beide quasi parallel geschossen und nicht einer hat es geschafft, das Viech zu erwischen. Das gibt's gar nicht. Da vertut man sich echt mit. Ja. Ja, das unterschätzt man richtig krass, dass das hier bergab geht und dann schießt, das passt irgendwie gar nicht. Nicht einer von uns hat irgendwas getroffen jetzt. So, die meisten hat er geschossen, hat den Kojoten getroffen. Den hab ich auch. Und den Bären. Hab ich hier unten. Da hinten der Kojote auf ca. 30 Meter, der Bär hinten wieder Distanz von 50 Meter und dann mit 35 Pfund. Das
kein Problem dahin zu kommen. So, letzte Feier. Ziehen hier unten. Auch Treffer. So, 55 Meter circa. Den Bären, den habt ihr von oben wahrscheinlich gar nicht sehen können. Einen daneben gesammelt, schön im Baum. Der andere lag hier. Dafür hat Sascha schön einen umgesetzt. Zwei von mir auch drin. Einmal geschossen mit 48 Pfund und mit 35 Pfund aus ca. 50, 55 Meter. Auf jeden Fall sehr schön gestellter Parcours. Leichter Bergabschuss von da oben aus. Nicht einfach zu schießen, aber wollen wir ja auch nicht. Muss eine kleine Herausforderung sein. So, weiter geht's mit dem nächsten Ziel. Kikuk! Hallo! Da ist er. Von da oben, zwischen den Bäumen, zwischen her, auf die riesige, gigantische, böse Scheiß-Kackschnecke. So, stell euch mal auf. Und jetzt? Wir sind jetzt bei Ziel 20 und 21 und vom Hochstand aus geht als erstes, das sind vielleicht 5 Meter, auf die kleine süße Schnecke hier. Das sieht total lächerlich aus, aber ich glaube, wir hatten letztes Mal mit keine Ahnung wie viel Pfeilen. Läuft die denn? Die Karre läuft, ja. Und da hinten haben wir das Chamäleon. So, du Chamäleon, geh mal eine Seite da. Was Ziel ist als erstes? Die Schnecke? Ist klar, die Schnecke wird jetzt eiskalt vernichtet. Drecksieg. Sehr schön. Ich bin letztes Mal so um den Sack, ne? Nein. Jawohl. Komm, noch einer auf die Schnecke, komm. Sehr schön. Und noch einer aufs Kamel. Aufs Kamel. Ah, leider nicht. Kurz.